Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit den Fenstern Polynomgleichungen lösen und Lösungsformeln auseinandersetzen. Du solltest dabei schon wissen, wie eine Polynomfunktion definiert ist und dass eine Polynomfunktion vom Grad n maximal n Nullstellen hat. Die Ziele für dieses Videos sind, die Nullstellen einer Polynomfunktion vom Grad 1 zu berechnen und die Nullstellen einer Polynomfunktion vom Grad 2 zu berechnen. Außerdem wollen wir hier noch die Lösungsformel für quadratische Gleichungen wiederholen. Fangen wir an. Wir beginnen wieder mit einer Aufgabe für dich. Und zwar haben wir jetzt eine lineare Funktion gegeben mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich minus 2x plus 8 und wir sollen ihre Nullstellen berechnen. Pausiere dafür bitte das Video. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Am besten fangen wir damit an, dass wir die Funktionsgleichung minus 2x plus 8 gleich 0 setzen. Denn wir wollen ja die Nullstellen, das heißt die Stellen, an denen der y-Wert gleich 0 ist. Das heißt, wir formen jetzt um, also minus 8 und wir erhalten minus 2x ist gleich minus 8 und wir dividieren durch minus 2 und erhalten x ist gleich 4. Das heißt, die Nullstelle dieser linearen Funktion ist bei x ist gleich 4. Gehen wir gleich weiter. Jetzt haben wir eine quadratische Funktion gegeben mit g von x ist gleich 2x² plus 4x minus 16 und wir sollen wieder die Nullstellen berechnen. Pausiere dafür bitte das Video. Okay, also, hier gibt es allgemein zwei Möglichkeiten, wie wir das angehen können. Und zwar setzen wir zunächst einmal die Funktionsgleichung gleich 0, wie vorher. Um diese quadratische Gleichung jetzt zu lösen, haben wir zwei Möglichkeiten, und zwar die große oder die kleine Lösungsformel. Ich werde hier mit beiden rechnen. Also, wie schaut die große Lösungsformel nochmal aus? Und zwar schaut sie so aus. X ist gleich minus b plus minus die Wurzel aus b² minus 4ac, das Ganze durch 2a. Und das gilt für quadratische Gleichungen, die Form a mal x² plus b mal x plus c ist gleich 0 haben. Das heißt, unser a ist in diesem Fall 2, das b 4 und das c minus 16. Also, wenn wir jetzt die große Lösungsformel auf unsere Funktion anwenden, erhalten wir x ist gleich minus 4 plus minus die Wurzel aus 16 plus 128, das Ganze durch 4. Und wir erhalten x1 ist gleich 2, und x2 ist gleich minus 4. Okay, machen wir weiter. Wir haben wieder 2x² plus 4x minus 16 ist gleich 0. Um jetzt die kleine Lösungsformel anwenden zu können, müssen wir durch 2 dividieren. Und wir erhalten x² plus 2x minus 8 ist gleich 0. Wie schaut jetzt die kleine Lösungsformel aus? Die kleine Lösungsformel sieht so aus. X ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Dabei hat die Gleichung für die kleine Lösungsformel die Form x² plus p mal x plus q ist gleich 0. Das heißt, unser p ist in dem Fall 2 und das q ist minus 8. Setzen wir jetzt einfach in die kleine Lösungsformel ein, erhalten wir x ist gleich minus 2 halbe plus minus die Wurzel aus 4 Viertel plus 8. Und daraus erhalten wir x1 ist gleich 2 und x2 ist gleich minus 4. Wir haben also gesehen, dass wir die Nullstellen einer linearen Funktion ganz einfach durch Null setzen und umformen berechnen können. Und auch für die Nullstellen einer quadratischen Funktion mit Hilfe der kleinen oder der großen Lösungsformel berechnen können. Aber wie sieht es mit Polynomfunktionen von Grad 3, 4 oder sogar höher aus? Für Polynomfunktionen von Grad 3 und 4 gibt es Lösungsformeln. Diese sind aber sehr lang und kompliziert und werden daher sehr selten unterrichtet. Für Polynomfunktionen höheren Grades gibt es allerdings keine Lösungsformel. Das hat man vor ungefähr 200 Jahren bewiesen. Wir werden aber in den kommenden Videos Methoden kennenlernen, wie wir die Nullstellen von Polynomfunktionen höheren Grades trotzdem berechnen können. Ich hoffe, du hast in diesem Video viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.